Green Hydrogen International hat angekündigt, in Texas in der Nähe des Salzstocks von Piedras Pintas eine 60 Gigawatt Anlage für grünen Wasserstoff zu bauen. Laut GHI in einer Pressemitteilung wird die Anlage die größte ihrer Art auf dem Planeten sein. Da Länder weltweit nach neuen treibhausgasfreien Alternativen zum Einsatz fossiler Brennstoffe für Langstreckenflüge und Weltraumraketen suchen, bietet das Produkt einer grünen Wasserstoffanlage derzeit einen der führenden Ersatzstoffe. Länder weltweit, von den Vereinigten Staaten bis China, Saudi-Arabien, Spanien und Chile, haben alle Pilotprojekte für erneuerbares H2 initiiert. GHI hofft, bei der weit verbreiteten Einführung dieses CO2-emissionsfreien Kraftstoffs im Erdgeschoss mitwirken zu können. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Anlage für die Produktion von 2,5 Milliarden Kilogramm sauberem H2 jährlich zu nutzen. Sollte es dieses Ziel erreichen, könnte es sich in der Tat auf genau diese Leistung ausrichten. Die gesamte Leistung der grünen Wasserstoffanlage von GHI zusammen wird nach ihrer Fertigstellung 1 Terawatt erreichen. Laut der Website des Unternehmens werden die in der Entwicklung befindlichen Anlagen, wenn sie alle gebaut sind, 1 Terawatt Strom produzieren. Der größte dieser Standorte ist der Standort in Texas namens Hydrogen City. Dieser Standort wird von uns Hohre Wind- und Solarenergieparks versorgt. Es wird nach seiner Fertigstellung 60 Gigawatt erneuerbares H2 pro Jahr produzieren. Der Salzstock Piedras Pintas in Duval County, Texas, wird während der Anfangsphase des Projekts als erneuerbare H2-Anlage des Projekts fungieren. In dieser Zeit wird es 2 Gigawatt erzeugen. Die Produktion von sauberem H2 beginnt im Jahr 2026 und wird mit erneuerbarer Energie des texanischen Stromnetzes betrieben. Die Anlage für grünen Wasserstoff wird ihr H2 nach Corpus Christi, einer Küstenstadt, sowie nach Brownsville leiten. An diesen Standorten wird die Industrie das erneuerbare H2 in andere Produkte umwandeln. Zu diesen Produkten gehören grüner Ammoniakkraftstoff sowie andere Arten von Kraftstoffmischungen. Die von ihnen hergestellten Produkte werden als Treibstoff für Flugzeuge, Weltraumraketen und sogar Farmen verwendet. Vielen Dank, dass Sie sich für HydrogenFuelNews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN.